So, morgen. Also, begrüße euch zu unserer täglichen Morgenfortbildung. Ich weiß, es ist wieder knapp an Zeit, das heißt, wir haben 13 Minuten. Ihr wisst, dass wir in der Notaufnahme alles schallen, was sich bewegt, und ich kann euch auch immer wieder auch für euer zukünftiges Leben in die Hand geben. Nehmt das Ultraschallgerät, holt den Schallkopf raus und macht euch erstmal einen Überblick. Mein Name ist Axel Plessmann, ich bin Chefarzt dieser Notaufnahme seit 3 Jahren, bin aber gefühlt seit 15 Jahren schon in dieser Notaufnahme fest verhaftet als Teil des Teams. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und mit Leib und Seele Notfallmediziner. Ich bilde gern aus und habe in den letzten Jahren unheimlich großen Spaß auch daran, junge Leute auszubilden und Studenten zu begeistern, in der Notaufnahme oder in einem Krankenhaus auch zu arbeiten. Du hast ja letzte Woche schon besprochen, dass du dich diese Woche in der 3 bewegst. Und dann. So, Oxy nehmen wir heute mal ganz selbstständig auf die Läuferrolle. Das heißt, sie betreut die 2 und die 5. Und wenn irgendwas Interessantes ist, wirst du dich dazu holen. Ich bin Maurice Herrmann. Ich komme hier ursprünglich aus der Gegend, aus einem kleinen Dorf, 10 Minuten von Semmerda. Studiere aktuell in Greifswald Humanmedizin, bin da im 5. Semester und jetzt hier für meine Formulatur wieder in die Heimat gekommen. Also mir ist besonders wichtig im praktischen Jahr, dass ich meine praktischen Fähigkeiten weiter verbessern kann, neue erlerne und das Ganze eben am besten in einem sehr, sehr netten und kompetenten Team. Welche Möglichkeiten hätten wir, was könnten wir ihm jetzt empfehlen? Erste Information, bleibt er im Krankenhaus oder darf er wieder nach Hause? Dürfte wieder nach Hause. Okay, perfekt. Zweitens, wie könnten wir ihm helfen, dass es ihm besser geht? Ich würde jetzt mein Labor abnehmen, Laboruntersuchungen machen und ansonsten halt auch nach Infektsymptomatiken befragen. Okay. Was könnten wir ihm noch empfehlen oder was würden wir noch machen? Eine Medikamentenanpassung. Okay, was wäre dein Vorschlag? Das Thoracevid zu erhöhen. Okay. Wir haben eine denkbar niedrige Hierarchie und führen die Notaufnahme wie eine Familie. Sowohl der Gesundheits- und Krankenpfleger als auch der Arzt sind gleichberechtigt und haben gleichen Stellenwert im Prozess. Jeder hat wichtige Aufgaben, die er zu tun hat. Die sind definiert durch unsere Standard. Wir haben eine strukturierte Arbeitsumgebung und jeder darf im Rahmen seiner Möglichkeiten und Kompetenzen auch seine Ideen und seine Persönlichkeit in den Prozess mit einbringen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Jetzt umlagern, eine kurze Untersuchung machen, eine Fastsonographie bitte. Und dann stellst du mir kurz das Ergebnis deiner Untersuchung vor und dann entscheiden wir, ob wir ihn erstmal in die 5 nehmen, die Wunde versorgen oder zuerst röntgen. Okay? Alles klar, danke schön. Wir machen langsam einmal dann auf. Langsam mit ablegen. Ja, Ruhe machen. Hast du Schmerzen am Hals oder an der Wirbelsäule? Die Notaufnahme ist hervorragend ausgestattet. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, eine super gute POCT-Strecke. POCT bedeutet Laboruntersuchung in der Notaufnahme. Das heißt, wir können mit Ultraschall, mit Labor, mit Röntgenuntersuchung, mit einer klinischen Untersuchung und immer mit 4 Augen, das heißt 2 Lehreraugen, 2 Schüleraugen, tolle Entscheidungen treffen, sehr früh auch und auch für den Patienten die Entscheidung richtig treffen, auf welche Ressource im Krankenhaus er gelegt werden muss oder ob er wieder nach Hause kann. Hier im Bereich des Beckens, ja. Wir machen jetzt einen Ultraschall vom Bauch, vom Brustkorb. Und die junge Dame wird das machen bei Ihnen. Hallo Herr Müller, ich bin Frau Eberhardt. Ich würde einmal schon mal. Mein Name ist Patricia Eberhardt. Ich komme hier aus der Umgebung von Semmerda und habe in Halle studiert. Ja, und bin jetzt, wie gesagt, habe mein zweites Staatsexamen abgelegt und bin jetzt als PJ-Studentin im KMG-Klinikum Semmerda. Ich hatte mir gewünscht, dass ich im praktischen Jahr die Möglichkeit habe, wie der Name auch schon sagt, praktisch zu arbeiten. Und habe mir gewünscht, in ein Team zu kommen, was Lust hat, auch was beizubringen und einen auch auf Augenhöhe auch irgendwo behandelt und mit einbezieht. Ja, und einfach ein bisschen die Dinge, die man gelernt hat im Studium und nur aus der Theorie kennt, auch mal praktisch umzusetzen und anzuwenden. Das sieht gut aus, ne? Ja. Ja, also Krems Pneumothorax und da kannst du erstmal noch aufs Herz einstellen. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Ich habe eigentlich fast schon ein bisschen mehr jetzt hier erlebt, was ich erwartet habe. Und ja, also ich kann eigentlich sagen, dass sich meine Erwartungen erfüllt haben und ich froh bin, dass ich in Semmerda mein PJ gemacht habe.
Also wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den Studenten erstmal beizubringen, Arzt zu werden. Grundsätzlich, egal welche Fachrichtung sie später einschlagen wollen, es gibt ein paar Skills, die man lernen muss. Das ist zum Beispiel Verbände wechseln, Gipse anlegen, Wunden versorgen, eine BGA auswerten, ein EKG zu schreiben, Flexion zu legen. Das sind alles Dinge, die im täglichen Arbeitsablauf en passant auch durchgeführt werden müssen von allen. Und mit einem Lehrer zusammen können Sie hier lernen, Ultraschall von Gelenken, von Gefäßen, vom Bauch, von Schilddrüse, Brustkorb, Herz im Rahmen der Erstuntersuchung des Patienten. Was wir hier gemeinsam mit den Studenten lernen, ist Entscheidungen zu treffen anhand der Informationen, die wir mit unseren technischen Möglichkeiten erheben können. Oben ist ein Stent im Vorraum. Also da ist da. Ja. In diesem mittleren Teil ist so eine Einschnürung wie eine Eierrohre, also zwischen diesen zwei abgehenden Seiten. Im Herzkatheterlabor dürfen wir immer mal zugucken. Wir lernen da schon ein paar einfache Methoden, werden eingeführt in die verschiedenen Techniken, die man halt im Herzkatheter anwenden kann. Und das eben hier in, sagen wir da, besonders studentenfreundlich gemacht, sodass wir eben da viele Einblicke erleben können. Und immer versuchen, Luft zu halten, genau. Mein Name ist Dominik Müller, ich bin Student an der Uni Jena, mache jetzt hier mein erstes Tertial und habe sozusagen schon fertig am KMW-Klinikum Sömmerda. Tatsächlich war es so, dass ich schon mit hohen Erwartungen reingekommen bin, weil ich auch eine Person bin, die sehr viel sehen und machen will. Und dieses, was man vielleicht an größeren Häusern hat, nur Blut abnehmen, das habe ich gehofft, durch so ein vielleicht ein bisschen kleineres, bisschen dezentraleres Haus zu umgehen. Das hat doch wunderbar geklappt. Meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt. Also ich habe eine enorme Spannbreite an interessanten Menschen, interessanten Fällen, Fachrichtungen kennenlernen dürfen. Das war wirklich, wirklich eine Bereicherung. Also ich gehe mit einem sehr positiven Fazit sozusagen aus diesem Tertial raus. Deinem eigenen Knie? Genau. Und dann hättest du das Bein so in 20, 30 Grad und jetzt umfasst du den Unterschenkel und würdest eine kleine, ruckartige Bewegung nach vorne machen. Und dann merkst du, dass es so einen Plopp gibt. Der Vorteil hier am kleinen Haus ist eben, dass wir eine 1-zu-1-Betreuung zwischen Ärzten und Studenten haben. Dadurch können wir eben sehr viele Fähigkeiten, die wir vorher theoretisch erlernt haben, auch praktisch anwenden, bekommen sofort ein Feedback darüber und haben eben die Möglichkeit, je nach Interessensfeld eben verschiedene Bereiche weiter zu entdecken. Man geht auch mit einem guten Gefühl nach Hause. Man hat nicht das Gefühl, okay, morgen muss ich da wieder hin, weil ich es muss, sondern weil man auch das Gefühl hat, man kann den Leuten unter die Arme greifen, Aufgaben abnehmen, man ist Teil des Teams. Kannst du mal Atemwege machen? Der Patient wird schlechter, ich gucke den Atemweg nach. Die Zunge ist nicht gespannt. So. Wir fangen jetzt mal an mit einer Überwachung, weil der Patient wird schlechter. Genau, EKG ist angeschossen. Blut kriege ich nicht gemessen. Meine Erwartungen wurden sehr erfüllt. Das Team ist sowohl pflegerisch als auch ärztlich extrem freundlich, auf einen zukommt. Ich habe mich von vornherein sehr wohl gefühlt hier in Sömmerda und kann mich bisher nicht beklagen. Genau, nicht hebeln, im Prinzip in die Richtung ziehen. Schieben, genau. Ja. Was heißt Hebel? Na, wenn du hebelst, kannst du die Zähne andrücken. Genau, weil dein Hebelpunkt wären dann die Zähne und das ist nicht gut. Meine These ist immer, wenn der Patient nicht laufen kann und hat starke Schmerzen, im Zweifel für den Angeklagten sucht so lange, bis er das Problem findet. Und hier haben wir zum Beispiel einen Ultraschall gemacht, und er sagt, Mensch, das ist so dick und das tut weh, die Patientin kann nicht laufen, da muss was sein. Der erfahrene Arzt sieht die Fraktur hier und wer sie nicht sieht, macht den Ultraschall und da sehen wir hier dieses Bild. Wir sind einzigartig und sensationell gut auf Studenten vorbereitet und wir sind in der Top 3 von Deutschlands Liste im Pharmonatur-Ranking. Und zum Schluss das Wichtigste, bei uns gibt es immer kostenlos Kaffee oder Schoki oder von mir aus auch heißes Wasser, wenn ihr wollt, von der besten Kaffeemaschine des Unternehmens.